mir hier mal eine Pflaume. Die sind noch nicht reif. Schade. Weiter geht's. Heute ist der 7. Tag meiner Radreise von Hamburg nach Tübingen. Ich bin hier in Gemünden auf dem Campingplatz Saaleinsel, glaube ich. Werde gemütlich aufbrechen, denke mal so gegen 11, halb 12. Dann auch nur bis Würzburg fahren. Ich denke, das sind so 50 Kilometer. Dort wollte mich ein Freund besuchen. Also der kommt aus vom Rhein angereist und wir treffen uns da und haben ein paar nette Stunden. Ja, ich lasse es gemütlich angehen heute. Hier gibt es noch ein Schwimmbad, das werde ich wahrscheinlich auch noch mal nutzen. Und ja, die Nacht war kalt. Ich habe teilweise echt ein bisschen gefroren. Aber die Sonne kommt jetzt raus. Alles gut, bestes Wetter. Ja, ich habe so gerade meinen Kaffee getrunken. Sitze in der Sonne, wärme mich ein bisschen auf. Und hatte so ein bisschen Angst, dass die Sonne gleich hinter dem Berg verschwindet. Da gibt es eine nette App, die heißt Sun Position. Ja. Und da kann man sich hier anzeigen lassen, den Sonnenpfad. So. Da sieht man dann hier, wie die Sonne sich über den Berg bewegt oder nicht. Genau. Ich muss jetzt keine Sorge haben, dass die Sonne hinter diesem Berg verschwindet. Nur mal so als kleinen Tipp. So, es ist 20.11 Uhr und ich werde jetzt, bevor ich losfahre, nochmal ins Wasser springen. Die Sachen sind alle schon gepackt und ja, ist immer ganz gut, wenn man nach dem Packen so verschwitzt ist, dann nochmal zu duschen. Oder in diesem Fall einmal baden zu gehen. So, weiter geht's. Tag 7 meiner Radreise Hamburg-Tübingen. Ich bin gerade aufgebrochen. Hier in Gemünden und es geht nach Würzburg, wo ich einen Freund treffe, falls ich das nicht schon mal erzählt habe. Ja, ich freue mich auf den Tag, weil heute habe ich nur 50 Kilometer oder 52 Kilometer zu absolvieren. So, hier am Main fahren sogar Schiffe. Jetzt habe ich gerade unten, weiter unten. Also vor 2-3 Minuten war der Fluss noch ganz schmal. Wahrscheinlich war das ein Abzweig. Aber das sieht man leider nicht. Ganz schön groß das Teil. Ja, hier ist das Wasser so nah, als wenn man auf dem Wasser fährt. Wunderbar. Das Wetter ist optimal. Durch den Fahrtwind ist es gar nicht so warm. Ah, jetzt kommen sogar ein paar schattige Abschnitte. Klasse. Ja. Leicht kühlende Wirkung. So, ich bin jetzt 13 Kilometer gefahren und ich denke mal, ich fahre so die Hälfte, 25. Da werde ich mal eine Pause machen oder ich muss ja sowieso irgendwann mal einen Bäcker suchen. Boah, ich habe schon ein bisschen Hunger jetzt. Ah, ich bin mal gespannt, ob die mit E-Bikes unterwegs sind. Sportlich angezogen, aber kriechen wie eine Schnecke. Ja, die waren mit E-Bikes unterwegs. Zwei etwas ältere Pärchen. Da bremst er plötzlich ab. Direkt vor mir, wo ich geklingelt hatte, ist er nicht zur Seite. Bremst dann plötzlich. Ich bin fast im Dorf gefahren. Jetzt hat sich auch meine Tasche ein bisschen gelockert.
da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ja, bin jetzt 15 Kilometer, 15,3. Hier ist der Main, die Farmbötchen. Und das ist die Strecke. Und die machen auch schon Pause da hinten. Also das Rad läuft ja super bis jetzt. Über 2000 Kilometer drauf, aber diese Sattelstütze, die knatscht. Da liegt es vielleicht daran. Kann natürlich sein. Muss ich mal testen, wenn ich ohne Gepäck fahre. So, bin jetzt in Karlstadt, direkt am Bahnhof. Wäre gerne noch in die Altstadt rein. Aber mir fehlt so die Zeit jetzt hier. Ich bin gerade in Karlstadt vorbei, hab kurz in die Innenstadt so in die Straße reingeguckt, sah echt nett aus. Wäre auf jeden Fall, denke ich mal, ein Rast wert, aber mir fehlt die Zeit, deswegen geht's weiter. Ja, ich sehe gerade, dass auf der anderen Seite auch ein Radweg ist, der auf jeden Fall schöner ist als der hier. Teils auch unter Bäumen. Das wäre eigentlich auch meine Route gewesen, aber ich habe jetzt Würzburg direkt eingegeben auf den Campingplatz, um mich mit meinem Kumpel zu treffen. Und habe die App OSM und die Navigation von diesem Programm OSM and, benutzt. Genau. Aber vielleicht ist das ja der kürzere Weg und doch ebener, also der Asphalt ist schon cool. So, jetzt wechsle ich mal. Ach ja, nicht mal auf die andere Bahn, auf die andere Bahnseite, aber nicht auf die andere Flussseite. Ach, schade. Und hier so eine Gravel-Strecke. So, das hat ja manchmal doch Vorteile, wenn man eine Strecke fährt. Jetzt fällt mir hier mal eine Pflaume. Aha, die sind noch nicht reif. Schade. Weiter geht's. Oh, ich hätte über die Brücke müssen. Also nochmal umdrehen. Jetzt hier die Rampe hoch. Runterschalten. Der Gang ist eigentlich ein bisschen zu hoch. Das geht ziemlich auf die Kette. Also Wahnsinn, was der Motor leistet. Die andere Seite ist fast schöner. Ah, wie schön, jetzt geht es erstmal ein bisschen Schatten weiter hier. Ich weiß gar nicht mal, wie der Ort heißt hier. Da muss man anhalten. Das würde mich schon mal interessieren. Auch wenn ich jetzt hier nicht kein Sightseeing mache oder Essen mache. Oh, das ist Zellingen. Hier sind noch einige am Baden, direkt im Main. Herrlich. Sehr schön, wieder mal. Geht hier immer noch am Main entlang. So, in einer Stunde sagt mein Navi, soll ich da sein. Aber es sind noch irgendwie über 20 Kilometer, schaffe ich nicht. So, habe gerade meine Vollbremsung gemacht, als ich das Schiff gesehen habe und dachte, jetzt kannst du doch mal einen Stopp machen. Weil, jetzt bin ich auch wieder irgendwie eine Stunde lang durchgetreten und mein Hintern macht sich wieder bemerkbar. Ich habe nämlich wieder die Hose an, die ich den ersten Tage an hatte, und die scheuert halt irgendwo. Und ja, ich werde jetzt die nächsten Tage wieder die Radhose anziehen mit der Polsterung. Das ist einfach schon ein ganz anderer Schnack, sag ich mal.
Kurz mal was trinken und dann muss ich weiter. Mein Kumpel, der treibt mich so ein bisschen. Ein ganz schöner Gegenwind hier. Eieiei. Es ist schon irgendwie egal, wenn Leute mich hier quatschen sehen mit der Kamera. Irgendwie stumpft man da auch an. Ne, ganz egal nicht, aber ich komme komisch vor, aber mein Gott, die Leute sehen mich auch nie wieder. Vielleicht auf meinem YouTube-Kanal. Mit Liegestühlen. Witzig da oben die Radfahrer. So, jetzt brauchen wir Tieren. Sportplatz. Ich weiß nicht, wie viele tausende Sportplätze ich schon gesehen habe. Ich habe, glaube ich, bis auf so private Kickerei noch niemanden spielen sehen. Ja, das ist die ICE-Strecke hier zwischen Fulda und Würzburg. Ich mache noch eine Pause. Ich habe noch 12 Kilometer und dann gibt es gekühlten Sekt. Wir sind jetzt auch schon in Würzburg hier. Ja, herrlich. Ich hoffe nicht, dass ich durch Würzburg irgendwie durch muss, also durch die Innenstadt, weil es hier gruselig. Ich kenne es ja nur im Auto, die Tour. Ich finde eigentlich, ich hätte doch gar kein Frühstücksei heute. Ja, im Bootshafen. Oh, ich habe noch kein Ausschild gesehen. Das gibt es ja normalerweise bei Radwegen nicht. Aber ich nehme an, dass ich hier in Würzburg bin. So viele Leute wie hier. Oh, Polizei macht auch einen kleinen Ausflug heute. Schön auf dem Gehweg hier durch den Park. Naja, mal gucken, ob die alle die Abstände einhalten. Ja, wahnsinnige Kulisse, die Weinberge hier. Also ich bin echt beeindruckt von dem tollen Radweg hier durch Würzburg. Ja super, mein Navi schickt mich jetzt 2 Kilometer vom Ziel diese Treppe hier über diese Schleuse hoch. Das geht nicht. Jetzt versuche ich mal weiterzufahren und dort die Brücke zu nehmen. Mal sehen, ob das klappt. So, ich fahre wieder zurück zu dieser komischen Brücke da. Das war tatsächlich die Autobahnbrücke, die ich da gesehen habe auf dem Navi. Die A7. Meine liebe A7.
Ja, jetzt habe ich den Campingplatz schon auf der anderen Seite gesehen. So, hab's geschafft, die ganze Scheiße hochzutragen. Bevor ich da bin. Jetzt kann ich gleich wieder alles runtertragen. Taschen dabei. Taschen ranmachen. Aber ich glaube, der Campingplatz ist gleich hier um die Ecke. Hey. So, geschafft, endlich. Jetzt kann es weitergehen. Das ist die schöne Brücke, die mir viel Schweiß bereitet hat. So, jetzt geht's weiter. 1,7 Kilometer bis zum Campingplatz. Da hinten muss er sein. So, nach 470 Meter habe ich geschafft bis zum Campingplatz. Also viel bin ich gar nicht gefahren heute. Es ist ja auch erst 5:21. Um 20 vor 12 bin ich los. Ja, vielleicht kann ich mich da durchmogeln, das ist bestimmt ein Ausgang. Hat doch geklappt. Ja, mein Kumpel, der hat schon auf mich gewartet. Zelt ist aufgebaut und wir haben lecker gegessen und er ist schon wieder abgereist, weil er noch eine längere Strecke vor sich hatte. Dominik, vielen Dank. Ich werde jetzt den Sekt hier genießen. Super. Ich lasse den Abend jetzt mit einer Gulaschsuppe aus der Dose ausklingen. Ja, abgesehen von den Stufen über die Brücke war das heute eine sehr entspannte Tour am Main entlang. Selbst den Radweg durch Würzburg würde ich in die Premium-Klasse einordnen. Ja, leider war ich wegen der Verabredung etwas unter Zeitdruck. Aber jetzt heißt es erstmal ausschlafen. Hier scheint es eine ruhige Nacht zu geben. Morgen geht es dann weiter nach Ochsenfurt, wo ich dann den Main verlasse, um dann über Kreglingen, Schrotzberg, letztendlich Braunsbach ansteuere. Mal sehen, ob ich das schaffe. Es erwarten mich doch einige Steigungen. Gute Nacht.